So, nachdem ich endlich wieder Internet habe, darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Oberliga-Partie zwischen dem EV Regensburg und den Gästen aus Weiden. Der Endstand vor einer stimmungsvollen, überragenden Kulisse von 3589 Zuschauern lautet 11:5 für den EV Regensburg. Ich darf Ihnen beide Trainer vorstellen, zu meiner rechten Gästecoach Fred Carroll und zu meiner linken EVR-Coach Doug Irwin. Zuerst möchte ich das Wort an unseren Gästetrainer übergeben. Herr Carroll, jetzt Statement zum Spiel. Guten Abend. Von meiner Seite gibt es nichts viel positiv zu berichten. Wir haben 5 Tore geschossen. Das ist was Positives, aber das Defensivverhältnis war heute nicht Oberliga tauglich. Wahrscheinlich nicht vierte Liga tauglich, weiß ich nicht. Aber es muss für unsere Seite verbessert, sonst würden wir das ständig auf der Nase bekommen. Und der Sieg ging sicher total in Ordnung, aber die Art und Weise, wie es einmal leichtsinnige Fehler von meiner Mannschaft, das tut ein bisschen weh, weil wir haben Spieler, die kämpfen und Spieler, die, muss ich nicht sagen, die nicht kämpfen, aber die muss das Kampf zu Ende führen, Kampf annehmen und dann schauen wir mal, was nächste am Sonntag rauskommt. Aber wie gesagt, der Sieg ging total in Ordnung, es ist eine Top-Mannschaft, wir haben das heute nochmal gesehen, verdient oben auf die Spitze und ja, vielleicht nächstes Mal ein paar Wochen können wir ein besseres Spiel anbieten. Danke. Danke, Frank Carroll. Eine Analyse zum Spiel? Ja, guten Abend. Ja, natürlich bin ich hochzufrieden mit der Leistung von der gesamten Mannschaft. Die erste Reihe in dieser Form, das ist schwer für jeden Gegner zu stoppen. Unser Powerplay hat wieder sehr gut gespielt und die Scheibe läuft einfach. Aber wirklich, die gesamte Mannschaft hat sehr gut gearbeitet und hart gekämpft. Und wir waren spielerisch und lauferisch im ersten Drittel überlegen. Es freut mich für die zwei jungen DNL-Spieler, Philipp Grumbeck und Mirko Schreier. Erste Einsätze in der ersten Mannschaft, die haben ihren Job sehr gut gemacht. Aber ich bin zufrieden mit der Leistung. Schade die letzten paar Tore, aber das ist schwer mit so einer hohen Führung zu Ende zu spielen. Aber wir sind zufrieden, wo wir sind. Wir haben verdient gewonnen und es war toll, wie gesagt, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Es macht wirklich Spaß, vor dieser Kulisse zu spielen. Danke. Danke, Herr Gruber, gibt es Fragen zum Spiel? Ja, größte Wermutstropfen wahrscheinlich das Ausscheiden von Stefan Huber. Verdacht auf Gehirnerschütterung war das Erste, was zu hören war. Ja, also hoffentlich ist es nicht so schlimm, aber ich muss immer vorsichtig sein mit solchen Kopfverletzungen. Ich glaube nicht, dass er wieder am Sonntag spielt. Weitere Fragen? Vielleicht an den Herrn Carroll. Wir haben uns jetzt schon öfter unterhalten mit dem Regensburger Trainer, ob sich die Gegner langsam vielleicht auch besser einstellen auf das Trio Stieler, Oakley, Stähle. Heute hat es nicht den Anschein gehabt, kann man die nicht stoppen oder war sie heute bloß nicht auf der Arbeit? Nee, ich glaube, wie da gesagt, die haben einen unheimlichen erfolgreichen Lauf momentan. Wir haben versucht, dass unsere sogenannte dritte Reihe gegen die Mann gegen Mann und nach 40 Sekunden steht der Scheibe im Tor, du fragst dann der Spieler, warum ist er dort? Er sagt, er sollte hier sein. Ich sage, nee, aber das ist ganz einfach. Ich nehme ihn und laufe neben ihm. Und irgendwann vielleicht, weil die haben nicht so viel Platz, schießen nicht so viel Tor, aber die haben genug Platz und auch und noch was. Aber die sind schwer zu stoppen. Ja, die sind schwer zu stoppen, die sind gute Leute. Und man könnte alles versuchen, aber bis jetzt hat keine Mannschaft das irgendwie das Rezept gefunden. Sie haben da versucht mit der Auszeit? Ja, ich denke nach 2 Minuten war das 3-1. Ich denke, dass es notwendig ist. Jetzt fährt man natürlich gern die 5 Stunden oder so nach Freiburg am Sonntag als Spitzenreiter, oder? Ja. Das wäre ein schweres Spiel in Freiburg. Die haben heute in Zelt gewonnen und Freiburg war für mich immer eine von den Top-Favoriten und wir freuen uns auf solche Spiele. Das wäre ein hartes Spiel, aber wir sind bereit. Wir haben gut trainiert die ganze Woche, das haben wir heute gesehen. Wir waren bereit für dieses Spiel
ein Derby gegen Weiden und wir werden am Sonntag auch unser Bestes geben und hoffentlich können wir 3 Punkte mitbringen. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Dann kommen wir noch zu den Endergebnissen aus den anderen Stadien. Die Tölzer Löwen schlagen den ERC Sonthofen mit 9:5. Wie gerade erwähnt, unterliegen die selber Wölfe zu Hause gegen den EHC Freiburg mit 3:6. Die Erding Gladiators gewinnen gegen den EC Peiting mit 2:1 nach Verlängerung. Der Deckendorfer SC schlägt den EV Füssen mit 3:2. Und der EHC Klostersee schlägt den EHC Bayreuth ebenfalls mit 3:2. Bevor wir zum Ende kommen, ein kurzer Hinweis. Am kommenden Montag erhält der EVR das grüne Band im Rahmen einer Pressekonferenz für unsere wirklich sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Ich denke, das ist mal ein Zwischenapplaus wert. Eine ausführliche Nachberichterstattung gibt es im Laufe des Montags. Wie schon erwähnt, wir fahren am Sonntag mal kurz um die Ecke nach Freiburg, hoffen 3 Punkte mitzunehmen. Wir sehen uns nächste Woche im Heimspiel gegen die Tölzer Löwen. Das war mein Fest. Ciao.